Moin Moin, ich habe eben gerade noch richtig fleißig für euch Videos aufgenommen und dann hat sich allerdings noch eine Anfrage von gestern Abend bestätigt und das bedeutet, dass ich in knapp 1,5 Stunden in der Innenstadt sein muss, um ja, mein Date wahrnehmen zu können, um pünktlich zu sein. Ich werde mich deswegen jetzt hier aus meinen Klamotten rausschälen, nochmal unter die Dusche springen, mich fertig machen. Klamotten habe ich schon gepackt und ich muss natürlich dieses ganze Make-up loswerden. Nein, ich gehe so geschminkt nicht zu Dates. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen, ich fühle mich bei Dates nicht so wohl damit. Wenn ich Sex habe, mag ich dieses ganze Make-up ehrlich gesagt nicht so gerne. Zum anderen habe ich fürs Film so viel Make-up hier drauf, dass es aus der Nähe nicht besonders gut aussieht. Es geht so. Und last but not least, das verschmiert alles. Und ich habe dann im Hotel nicht die Möglichkeit, in Ruhe alles an Make-up abzutragen. Und ich finde, es gibt nichts Mieseres, als wenn das ganze Make-up einmal über das ganze Gesicht sich verteilt. Ich persönlich finde das mega abturnt. Und deswegen abschminken, duschen, den Bären stutzen, anziehen, losgehen und hoffentlich noch was zu essen finden. Ich will nicht wieder hangry sein. Oh mein Gott, Leute, ich habe mich so beeilt. Und in dieser Maske schwitzt man auch so. Ich habe jetzt einfach ein paar Sachen in meine Tasche geworfen. Ich habe was Nettes unten drunter an. Ich habe mein Kit mit dem Kondom. Das ist schon mal das Wichtigste. Und den Rest muss ich gleich mal schauen. In der Bahn. Ich muss mir auf jeden Fall noch Kaugummis besorgen, weil ich vergessen habe, mir die Zähne zu putzen. Und was zu trinken und vielleicht einen ganz kleinen Snack. Vielleicht reicht die Zeit noch dafür, um der Hangry-Attacke zuvorzukommen. Für Snacks war keine Zeit mehr und ich habe für die letzte Etappe tatsächlich noch ein Taxi genommen, um pünktlich im Hotel anzukommen. Vor Ort muss man dann die Aufzüge finden, das richtige Stockwerk und natürlich das Zimmer, wo man hin will. Und lasst euch gesagt sein, das kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Ganz besonders, wenn man sich im zweiten Trakt des Gebäudes verläuft. Naja, wenn man es aber dann geschafft hat und endlich angekommen ist. Oh Leute, ich hatte ein hervorragendes Date. Ich kannte den Kunden noch nicht, aber er war ganz, ganz, ganz super. Und es gibt nichts Cooleres als Dates, beziehungsweise den ersten Kuss bei Dates. Und wenn der gut ist, und das war ja in diesem Fall, dann weiß ich, dass das ganze Date gerettet ist, weil wir auf jeden Fall mindestens gut knutschen können. Also, ich erzähle mal kurz. Also, ich habe alles Wichtige tatsächlich am Start gehabt. Er war super, super freundlich. Ganz, ganz, ganz zärtlicher Typ. Wir haben erstmal eine Stunde gebadet und schön eingeweicht und währenddessen die Füße massiert. Und es war so schön. Und ja, dann sind wir zu den intimeren, schöneren Dingen gekommen. War auf jeden Fall sehr, sehr, sehr angenehm. Und ja, manchmal denkt man sich dann so, gerne nochmal. Jetzt gerade befinde ich mich in einer der Toiletten hier in diesem Hotel und ich muss euch mal ganz ehrlich sagen, in Hotels ist das in aller Regel der Raum, den ich am besten kenne, also die öffentlich zugänglichen Toiletten, einfach weil ich mich in aller Regel vor den Dates noch mal kurz dahin zurückziehe und auch nach den Dates. Ich dusche meistens nicht da auf dem Zimmer. Ich habe dann oft auch so dieses Gefühl, vielleicht habe ich noch mal einen Termin im Anschluss und verpiesel mich da einfach auch ganz diskret. Während man hier auf den öffentlich zugänglichen Toiletten in einem Hotel meistens irgendwelche KollegInnen trifft. Heute ist niemand da. Mal schauen, wie es unten aussieht. Vielleicht gucke ich noch mal kurz an der Bar vorbei. Oh Leute, ich muss noch mal zurück aufs Zimmer, weil ich meine Unterwäsche vergessen habe. Das ist sehr professionell. Zum Glück hat mein Gast Bescheid gegeben. Die war teuer. Mist. Hi, ich bin endlich wieder zu Hause angekommen. Meine Güte, ist Wedel weit weg von Hamburger Hauptbahnhof. Naja, ich habe auf dem Rückweg noch ein bisschen eingekauft. Und ich muss jetzt nämlich ganz dringend was essen seit heute Morgen. Um 9:30 Uhr habe ich nichts mehr gegessen. Mit dem Hangry-Sein, das ging Gott sei Dank während des Dates.
Und genau, ich mache mir jetzt gleich was zu essen und werde wahrscheinlich in den nächsten Tagen mir auch mal wieder eine Tasche packen für Escort-Dates. Ich habe generell immer einen Kleiderbügel, auf dem ein gesamtes Outfit zum Arbeiten drauf ist, inklusive Unterwäsche, Strümpfe und so weiter. Wenn man schon eine Zeit lang im Geschäft ist, dann hat man keinen Bock, Dates abzusagen, weil man sich einfach nochmal vorbereiten muss oder weil Waschtag ist oder sonst irgendwas. Ich habe früher auch jeden Morgen geputzt, einfach wenn jemand anruft und sagt, hey, ich kann in einer Viertelstunde da sein, aber länger kann ich nicht warten, weil ich wieder weiter muss, dann hat man irgendwann einfach keinen Bock mehr, dass einem das Geld flöten geht, weil die Bude aussieht wie Sau und man niemanden reinlassen will. Naja, okay, so viel dazu. Wie gesagt, heute aber erst mal essen. Ausruhen, schlafen und ich glaube, ich werde sehr gut schlafen können. Ich hoffe, dass das mal wieder interessant war und wenn du noch mehr davon sehen willst, dann empfehle ich dir auf jeden Fall, den Kanal zu abonnieren und ich bin mir sicher, dass wir uns bald wiedersehen. Vielleicht schon, ja, jetzt! Einfach da draufklicken und schon gehen all deine Wünsche in Erfüllung. Okay, vielleicht nur ein Teil davon.